Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuen War Thunder Video. Heute mal so ein Ausschnitt aus einem realistischen Gefecht, denn ich bin unterwegs, um ein schönes Gefecht zu haben im M3 Lee. Den wollte ich nämlich vorstellen mit so einem Panzerfibel-Video. Und dafür muss man den halt ein bisschen fahren. Und das hier ist tatsächlich mein allererstes realistisches Gefecht im M3 Lee. Und was ich hier gemacht habe, ist anhand des Fernglases bzw. der Richtschützenansicht eine Entfernungsmessung auf den Schornstein und dann die Kanone richten und so weiter und gucken, für welche Kanone hier eigentlich gerichtet wird, wenn man sozusagen beide ausgewählt hat im Realistischen. Das wollte ich gerne mal wissen. Und es ist so, dass man nicht beide Kanonen schießen kann. Also im Arcade-Modus werden beide Kanonen also richtig angerichtet und man schießt halt mit der linken Maustaste sozusagen die Kanone, die gerade die primäre Kanone ist. Das ist also die kleine oben im Turm. Und dann kann man halt Sekundärfeuer sozusagen klicken und dann schießt die große Kanone. Das ist also hier im Realistischen nicht so. Man muss wirklich beide Kanonen auswählen und getrennt voneinander anrichten. Gut zu wissen. So. Ja. Dieses Video hier, eigentlich wäre es ganz gut gewesen, aber wir sind halt im Schnee unterwegs und ich fand das ein bisschen, ja, unpassend eigentlich, weil halt der M3, ja, hauptsächlich weiß ich nicht, aber eigentlich in der Wüste eingesetzt wurde. Von den Amerikanern an die Briten geliefert. Aber mehr dazu alles dann im Panzerfibel-Video, was in den nächsten Tagen rauskommt. So, da vorne fährt also irgendwas Kleines quer und ich konnte halt jetzt auch nur mit meiner kleinen Kanone draufschießen. Der Rest geht nicht, da fährt noch irgendwas. Leider verfehlt, oder? Da ist ein Marker drauf. Man kann aber nicht auf diesen Marker, den man hier sieht, schießen. Der ist immer nur so ungefähr. So, wenn jemand anders den Gegner beschießt, dann kommt dieser Marker. Aber der sitzt nicht genau auf dem Panzer, habe ich jetzt festgestellt, sondern immer ein paar Meter irgendwie daneben oder da, wo der beschossen wurde. Und wenn der gefahren ist, dann wandert der Marker nicht mit. Aber jetzt, ich weiß nicht genau, habe ich den gerade angeschossen? Ich glaube nicht, dann hätte ich eine Anzeige bekommen. Tja, ich versuche es. Ne? Man kann auch mit dem MG ein bisschen in die Richtung schießen. Dann kommt auch ein Marker, dann weiß man, ob er da noch ist. Dann könnte man auch sozusagen blind durch den Baum schießen. Aber alles, was ich hier bekomme, sind nur Abschusshilfen. Das ist auch okay, ist ein bisschen was wert. Punkte, Forschungspunkte, Credits. Aber mehr ist natürlich besser. Ist immer, wenn man selber den Abschuss hat. Naja. Der Gegner ist jetzt schon in unserer Basis A und die Captor, das ist nur ein leichter Panzer. Ich bin, naja, gefühlt ein bisschen zu langsam, um dahin zu fahren. Und das ist eher immer, kann man fast sagen, ein bisschen chaotisch so in den Panzerschlachten. In den Flugzeugschlachten ja noch mehr, wie ich finde. Also gerade in der Arcade super chaotisch. Da ist auch schwierig, gemeinsam zu fliegen. Gemeinsam fahren im Panzer finde ich aber okay. Also da kann man sich dann schon einigermaßen organisieren und zusammenfahren. Aber wenn man so alleine unterwegs ist oder halt mit irgendeinem Random-Typen, da vorne der Typ, der zu grün ist, das ist ja mein Buddy hier, der mir aber einfach vom Spiel zur Verfügung gestellt wurde. Cromwell, der erobert da B. Und da will ich jetzt einfach hin, um ihn zu unterstützen. Und es gibt ja ein paar Punkte, wenn man gemeinsam was macht, wenn man in der Nähe ist. So, wenn er irgendjemanden abschießt. Und ja, immer wieder gehen halt irgendwo Gegner auf. Ganz kurz blinkt es mal auf der Minimap. Jetzt sieht man genau südlich von mir war ein leichter Panzer zu sehen. Östlich von mir ist immer ein mittlerer Panzer zu sehen. Und man ist so am Hin und Her. Ja, man überlegt, fahre ich da jetzt, gucke ich da überhaupt, drehe ich den Panzer? Oder auch nicht. Das ist halt mit ihm immer so, man muss halt die Wanne drehen, ne, wenn man das große Geschütz nutzen will. Aber erstmal fahren wir rein, erobern B. A ist fast decapped und schon haben wir da einen Gegner. Was ist das? Irgendwas Russisches scheint mir. Weiß ich nicht. T-80 vielleicht? 50 könnte es nicht sein. Dafür ist der Turm ein bisschen zu gerade. Also schwer zu sagen. Die große Kanone habe ich einmal verfehlt und schieße hier nochmal drüber weg. Aber die kleine ist halt auf diese Entfernung gut genug. Ja, damit kommt man da auf jeden Fall ran. Ich könnte mal noch einen Artillerieschlag, also Sperrfeuer anfordern auf den mittleren rechts von mir. Da ist er auch, also auf der Minimap war er schon zu sehen.
Bisher hatte ich die Kamera noch nicht drauf gerichtet und jetzt drehe ich mich mal ganz langsam. Und das ist halt auch lustig, ne? Wie lange er braucht, bis er auf mich schießt. Ne? Jetzt hat er es gemacht und der wird mich auch schon viel eher gesehen haben eigentlich. Ne? Aber Kanone drehen, also Turm drehen, Kanone richten und so, es dauert halt alles ein bisschen. Ne? Also das, was in World of Tanks die Einzielzeit ist, ja, das hat man ja hier nicht, aber das ist halt einfach die Richtzeit, ne? Dadurch, dass sich der Turm ein bisschen langsamer dreht. So, dann brennt er. Und ich krieg wieder nur eine Abschusshilfe, weil ich nicht an den richtigen Stellen durchgekommen bin. Beziehungsweise auch die falsche Munition drin habe. Immer noch. Das war neulich im Livestream schon so, ne? Dass ich die Wuchtgeschosse nur habe und nicht die, die Sprenggranaten. Verdammt, diese Shot 61. Naja, also wieder zurück in den Kreis erobern. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir Flugzeuge. Mehr oder weniger überrascht. Der erste, weiß ich nicht, was der hier wollte. Der dreht wieder ab. Aber, oh, man hört's. Direkt vor mir zwei Bomben vom AR-2. Da konnte ich da nichts machen. Also das war wirklich zu gut geworfen in dem Fall. Und was ich dann gemacht habe, weil ich genug Punkte habe und dachte mir, oh, ich will eigentlich gar nichts anderes fahren. Ich gehe mal mit dem Flugzeug in die Schlacht. Das kann man ja machen. Ich glaube, ich habe das in einem der früheren Videos nur angesprochen oder angerissen, weil ich mir nicht sicher war, wie das genau ist. In den Arkadeschlachten kann man ja auch in Flugzeuge steigen. Da kriegt man aber irgendein Flugzeug zugewiesen per Zufall und kann es für 30 Sekunden fliegen. Und hier kann man aber sein eigenes Flugzeug mitnehmen. Und zum Glück habe ich die Amerikaner da auch schon ein bisschen gespielt und geforscht, sodass ich eben 2.7 hier die F2A mitnehmen kann. Und da kann man dann so lange fliegen, bis man nicht mehr will. Oder bis man abgeschossen wird. Ja, die 109E, die hat ja irgendwie Probleme. Ich weiß nicht, der ist sehr langsam unterwegs. Eine instabile Fluglage. Dann geht's runter und ich kann ihm hier dann noch vorm Absturz auch nochmal das Heck zerschießen. Und dann gilt er als zerstört. Wäre er jetzt abgestürzt, dann wäre es sicherlich genauso mein Abschuss gewesen. Und das war, ohne Scheiß, mein allererster Flugzeugabschuss im realistischen Wetter. Ich war mit den Flugzeugen noch nie im realistischen unterwegs. Also nicht flugzeugrealistisch. Und auch in den Panzern noch nicht. Also wenn im Panzer bei den Deutschen oder so, bin ich mal mit der Ju-88 geflogen. Also eher ein Bomber. Weil ich mir das nicht zutraue, irgendwas als Jäger zu machen. Und das war das erste Mal. Und tja. Fühlt sich gut an, kann ich sagen. Fühlt sich gut an. Und jetzt kann man hier so ein bisschen die Lufthoheit halten vielleicht. Das wäre ganz gut. Ne? Unsere Leute, die haben da unten zu tun. Und das finde ich auch cool irgendwie. Also das ist ein gutes Gefühl, in der Luft zu sein, zu wissen, man passt hier auf, man guckt, dass die Leute nicht bombardiert werden da unten. Und das sind halt hier nicht wie in den Arkadeschlachten in War Thunder oder in World of Warplanes oder so. Das sind halt nicht irgendwelche KI-Leute da unten, sondern das sind halt die eigenen Leute. Jetzt random, aber wenn man halt mit mehreren Leuten im Platoon unterwegs ist, dann sind halt da meine drei Freunde vielleicht, ja, die bombardiert werden und sagen, hilf uns. Und dann kann man da ranfliegen und sagen, ja, ich kümmere mich drum und ratatata und so. Das ist irgendwie lustig. Also die Kombination Panzerflugzeuge, die macht was her. Und das ist schade irgendwie, also in World of Tanks. Also ich bin ja eigentlich wegen World of Warplanes hier, tatsächlich, also damals, als das angekündigt wurde. Und es war ja relativ früh klar, dass Panzer und Flugzeuge von Wargaming nicht kombiniert werden. Und War Thunder macht das halt. Und ich finde es super. Also das ist wirklich ein tolles Spielgefühl. Und da unten haben wir einen Gegner. Keine Ahnung, was es ist bisher. Jäger sicherlich. Spitfire vielleicht, irgendwie so in die Richtung. Müssen wir mal gucken. Hier ziehe ich ein bisschen hart, also G-Kräfte. Mein Pilot vielleicht auch nicht der allerbeste, der hält es noch nicht so gut aus, wie man sieht. Jetzt habe ich wieder Sicht. Er war ungefähr so, die Richtung war ungefähr zu sehen. Deswegen konnte ich dahin fliegen. Und ich glaube, er weiß nicht, dass ich da bin. Können wir also ruhig noch ein bisschen dichter rangehen. Na, komm schon. Einfach mal ruhig halten, bitte. Mit dem Joystick wäre es noch schwieriger. Also mit dem Joystick habe ich echt Probleme.
Aber mit der Maus geht es einigermaßen. Und hier der Dreck, ne, das raucht er sozusagen. Das ist sein Öl, was ich hier auf der Windschutzscheibe habe. Ja, Pizza Fighter. Eine Focke Wolf war es. Okay, Guinness wird feiern. Ja, so kenne ich mich aus. Wisst ihr Bescheid. Ja, kann man noch einmal hier Dankeschön sagen. Ne? Die Leute haben geschrieben im Chat, Payback und so weiter. Die finden es auch gut. Ne? Also die achten da auch drauf, wer was macht und so. Und das, ja, also ich fand das sehr spaßig. Fand ich eine sehr schöne Runde. Nochmal eine Kurve drehen. Und jetzt haben wir die Oberhand. Jetzt wird B erobert. Und damit ist dieses Gefecht hier gelaufen. Eigener Platz im Team 4, das ist schon mal ganz gut. Dann gucken wir mal, wie viele Forschungspunkte hier, das hier gab. Was hatte ich noch? Weiß ich nicht genau. 20.000 Credits fast, finde ich in Ordnung. 2.200 für die Modulforschung und 2.500 für Fahrzeugforschung. Es geht ein bisschen weiter Richtung amerikanische Flak, da gab es ein paar Punkte. Und ja, einmal gestorben, 4 Assists, 4, 2 Flugzeugabschüsse. Kann sich sehen lassen, finde ich. Kann sich sehen lassen fürs erste Mal. Ne? Tja, aber das soll es jetzt schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fahrt vorsichtig. Hallo, ich bin's nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da oder schreibt einen netten Kommentar. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten findet ihr hier rechts noch Vorschläge, was euch vielleicht sonst noch interessieren könnte. Und vielleicht ist ja was dabei. Und wer noch nicht hat, der kann über das Logo meinen Kanal abonnieren. Wird dann immer informiert, wenn es was Neues gibt.